Jetzt wird's ernst und Auschwitz-mäßig. Wart ihr schon mal in Auschwitz? Und hättet ihr Lust, mal hinzufahren? Wie ist dieser Ort? Wenn man eine gesunde Seele hat, spürt man noch immer den Geruch vom Tod. Wir fahren hin, um zu sehen, was von der Geschichte übrig geblieben ist. Ich frage mich, ob irgendwas nicht ganz richtig mit mir ist. Ich bin irgendwie relativ nüchtern jetzt gerade. Hat der Holocaust überhaupt noch was mit mir zu tun? Nazi-Deutschland ist seit fast 75 Jahren Geschichte. Können Sie sich noch an die jüdischen Familien erinnern? Die hatten so ein kleines Kauflädchen da hinten. Jüdisches Leben bei uns auf dem Dorf. Was für eine Welt das damals war, kann ich mir kaum vorstellen. Louis Stern, ermordet in Auschwitz. In Auschwitz komme ich der Geschichte aber so nah, dass es unangenehm wird. Meine Essensschale ist jetzt von einem Wächter von der SS. Das kann man hier ja auch ganz gut sehen. Beim Restaurieren alter Überbleibsel reden wir über Deutschland heute. Ja, also es ist viel auch so eine Aussage wie, warum sind hier eigentlich so viele Bimbos im Bus? Was? Ja. Alter. Was? Wo war das? Das war im Ausdruck. Never get used. Never accept. That was the beginning. Das hier ist keine Hitler-Doku in Schwarz-Weiß. Das hier ist eine Holocaust-Geschichte aus der Gegenwart. Und von meiner anfänglichen Abgeklärtheit bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Ja, ich habe mir vorgenommen, einen Film über den Holocaust zu machen. Ich habe aber nicht gedacht, dass der Film auch so in meiner Heimat verwurzelt ist, in Mittelhessen. Hier ist es ja relativ unspektakulär. Aber ich habe so ein paar Sachen rausgefunden, die ja, mir überhaupt nicht bewusst waren. Da ist Niederwaldern, mein Heimatdorf. Und das Dorf da drüben heißt Roth. Bei der Recherche für dieses Thema fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Da gibt es doch auch eine Synagoge, aber ich war da noch nie. Was hat der Holocaust eigentlich mit mir selber zu tun? Mein Geschichtsunterricht in Sachen Nazi-Zeit beschränkte sich auf Bücherwälzen und Filme gucken. Um meine Heimat ging es dabei nicht. Ich will herausfinden, was während des Holocausts hier passiert ist. Nur 2 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, Wenz, hallo. Hallo. Und das ist unsere Synagoge. Das ist die Synagoge. Ja. Wenn man aber davor steht und sich diese Rundbogenfenster anguckt und auch das Walmdach und so, dann merkt man am Ende schon, dass es eine besondere Bewandtnis mit dem Gebäude haben muss. Vielleicht gehen wir erst mal rein, ja, oder? Keine Ahnung, was ich von der Synagoge erwartet habe. Aber was ich empfinde, ist erstmal Leere. Keine Bänke, keine Tora, viel Platz. Das ist einfach ein Raum, ne? Weil die Nazis hier alles, was hier drin war, kurz und klein geschlagen haben. Deswegen ist es einfach nur noch ein Raum. Am 8. November 1938 wurde in der kleinen Dorfsynagoge alles zerstört. Das war einen Tag vor der Reichspogromnacht, in der Synagogen im ganzen Land verwüstet und abgefackelt wurden. Also man ist hier wirklich mit Äxten in die Synagoge eingedrungen und hat förmlich alles kurz und klein geschlagen und das dann auch auf die Straße geschmissen. Also das ist in aller Kürze, was hier passiert sein muss. Und absehbar ist es ganz stark noch an der Säule. Ja. Hier, da sehen Sie nämlich die Axthiebe. Das ist der eindeutige Beweis auch dafür, dass man mit Werkzeugen hier reingegangen ist. Das waren Leute aus dem Dorf, die auch das gemacht haben. Auch. Also es wurde am Anfang wurde immer sehr stark erzählt, dass das SA-Leute aus anderen Dörfern gewesen seien. Und dann kamen aber immer mehr Stimmen, die auch gesagt haben, ja, aber es waren auch Roter dabei. Die Synagoge steht mitten im Dorf, umzingelt von den Nachbarhäusern der nichtjüdischen Bauern. In genau so einem Bauernhaus bin ich aufgewachsen, ein Dorf weiter. Das ist das erste Mal, wo es mir mulmig wird. Denn auf so einem Dorf kennt jeder jeden. Die Nachbarn sind keine Fremden, du kennst sie in- und auswendig. Wie kann das sein, dass in diesem Mikrokosmos plötzlich die Äxte rausgeholt werden? Ja. Können Sie sich noch an die jüdischen Familien erinnern, die hier gewohnt haben? Ja, alle.
Die hatten so ein kleines Kauflädchen da hinten. Das waren ja auch alles, mal sagen, so ein bisschen ärmere Leute, die nicht so mit dem Geld. Ja, weil immer gesagt, bei Juden, die haben das Geld. Naja. Und waren die jüdischen Familien denn immer irgendwie so abgetrennt vom Dorfleben oder waren die ganz normal integriert? Ach, früher war das, da haben manche Leute gar nicht gewusst, vielleicht, dass das was anderes war. Sind die denn damals in die Synagoge gegangen zum Beten und so? Oder wie die war Juden? Das? Ja. Einige Familien flohen in den 30er Jahren. 1941 wurde Roth dann zum Ghetto-Dorf. Jüdische Familien aus anderen Orten wurden hergebracht und bei den Rother Juden einquartiert. Ein paar Monate später wurden alle Juden aus Roth deportiert. Hier wohnte Hugo Stern, Jahrgang 1896, ermordet 18.05.1944, Auschwitz. Haben Sie das damals verstanden, warum die gegangen sind? Nee, ich richtig verstanden habe ich es noch nicht, weil wir sozusagen den Hitlergruß gemacht haben, kriegt in der Schule, da ging das da schon los. Gell? Ja. Konnte das gar nicht fassen, ich war ja noch ein Kind. Ich hätte meine Oma fragen können, wie das alles genau war. Die war damals kein Kind mehr. Sie ist 1913 geboren, war also schon 20, als Hitler an die Macht kam. Meine Oma war meine direkte Verbindung in die Holocaust-Zeit. Aber ich habe nie mit ihr darüber geredet. Jetzt ist es zu spät. Oma ist vor ein paar Jahren gestorben. Diese Chance habe ich verpasst. Das war einer der Hauptgründe, dass ich diesen Film machen wollte. Die plötzliche Einsicht, dass jetzt die letzte Möglichkeit ist, mit denen zu sprechen, die damals dabei waren. Ich treffe Eva Fahidi, 93 Jahre alt, eine Jüdin aus Ungarn. Sie war mit 19 Jahren in Auschwitz. Ihre komplette Familie wurde dort vergast. Nur sie überlebte, weil sie als Zwangsarbeiterin noch gebraucht werden konnte. Ich habe gelesen, dass Sie ganz lange Zeit, Jahrzehnte, nicht darüber gesprochen haben, was Ihnen passiert ist. Ja. Ne? Also das ist, ich denke, ich war nicht die Einzige, weil das ist die Natur der Trauma, dass man zuerst überhaupt nicht darüber, normalerweise nicht darüber spricht. Also bei mir waren das 59 Jahre. Und dann auf einmal. Und jetzt habe ich eine Stunde Zeit, um genau in diesen Wunden rumzubohren. Das fühlt sich nicht gut an. Aber ich wollte ja wissen, was damals passiert ist, als Frau Fahidi nach Auschwitz kam. Die Details, die nur jemand kennt, der es miterlebt hat. Also man ist angekommen und es hat gestunken und man wusste doch nicht was. Und man wollte nicht zur Kenntnis nehmen, dass das ist Menschenfleisch. Menschenfleisch stinkt dann, dass nicht mehr das verbrannt wird, eigentlich. Haben Sie denn Angst, dass in Zukunft das ganz vergessen wird, was damals passiert ist? Davon habe ich Angst, dass es verfälscht wird. Jetzt finde ich es weltweit, vor allem in Ungarn, dass man absichtlich, ganz, ganz absichtlich die Geschichte verfälscht. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ich wollte Ihnen erzählen, dass wir ja auch nächste Woche nach Auschwitz fahren. Wie ist dieser Ort? Was passiert, wenn man an diesem Ort heutzutage ist? Können Sie mir das sagen? Ja, ich denke, wenn man eine gesunde Seele hat, dann spürt man noch immer den Geruch vom Tod. Wir fahren nach Oświęcim, die polnische Stadt, in der sich das Konzentrationslager Auschwitz befindet. Aus dem normalen Leben, bam, nach Auschwitz. Jetzt gerade merke ich also ganz ehrlich gesagt noch nichts von der Betroffenheit. Get a plan, run away fast as you can.
Oświęcim liegt im Süden von Polen, eine Autostunde weit weg von Krakau. Die Stadt hat etwa 40.000 Einwohner. Und man spürt wenig von der Vergangenheit. Alles wirkt total normal und durchschnittlich, bis man am Lager ankommt. Über 1 Million Menschen wurden hier ermordet. Zuerst fahren wir nach Auschwitz-Birkenau, auch Auschwitz II genannt. Das ist der Teil von Auschwitz, in dem das Vernichtungslager stand. Wow. Also man sieht hier den Waggon und dann da hinten die ganz viele Reihen, wo früher die Baracken standen. Diese Türme sind so widerlich, weil die aussehen so wie Jägerhochsitze. Finde ich das auch so eklig. Das ist schon abartig. Oh, Alter. Jews selected by the SS for immediate death in the gas chambers for crematoria 4 and 5 were herded along this road. Also in Herden gesammelt auf dieser Straße. Darf ich da einmal langlaufen? Am besten beschreiben lässt sich das mit Ekel, was ich hier empfinde. Dieser Ort ist einfach nur widerlich. Dadurch dieses Tor zu gehen, ist echt heftig. Also das fand ich jetzt schon. Die Fahrt hierher ist keine Fahrt in die deutsche Demütigung, sondern es ist eine Fahrt in die eigene Würde. Und in die eigene Fähigkeit, sich selbstkritisch zu sehen und dadurch Größe zu gewinnen. Ich habe gesagt, die Angst war das, was der SS am wichtigsten war. Das ist Christoph Häubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Die Menschen durften auch nicht bullen, nicht schreien, nicht weinen. Er macht hier gerade eine Führung mit jungen Leuten aus Polen und Deutschland. Er kennt die Details von damals so genau, weil er seit Jahrzehnten mit Überlebenden gesprochen hat, als sie noch jünger waren und als noch mehr Zeit übrig war. Ich habe viel mit Überlebenden gefeiert, gelacht, gelebt, Landschaft genossen, Geschichten gehört, die sich nicht auf Auschwitz erstreckten. Und das war wirklich die andere Seite der Medaille, die einprägsam war und die dann auch zu einer Nähe geführt hat, die einfach bleibt. Wir gehen auf den Turm in Auschwitz II. Der gesamte Lagerkomplex Auschwitz ist unfassbar groß. Auch von hier oben sehen wir nicht alles, bekommen aber eine Ahnung. Ihr erinnert euch, 190 Hektar, davon entfallen 120 Hektar auf dieses Gelände. Das ist eine Fabrik zur Ermordung von Menschen, die der damalige deutsche Staat errichtet hat. Viele der Häftlinge sind so alt, wie ihr jetzt seid. Die Gruppe, mit der Herr Häubner unterwegs ist, sind Auszubildende, die meisten aus der Autoindustrie. Zusammen schauen wir uns die Baracken an, in denen die Häftlinge untergebracht waren. Eine Mitarbeiterin hat mir erzählt, dass da irgendwie 7, 8 Leute auf so einer Kutsche lagen. Aber gut, die waren halt auch krank, ne? Die hast du dann einfach gestapelt wahrscheinlich. Ja. Merve ist 19 Jahre alt und lernt Industriekauffrau bei Volkswagen. Die Reise nach Auschwitz macht sie im Rahmen ihrer Ausbildung. Bis jetzt war ihr nicht klar, wie sehr Auschwitz einer Fabrik geähnelt hat. Dass hier Menschen wie Ware eingelagert werden, aber nur gute Ware. Und schlechte Ware kommt halt direkt weg. Und die gute Ware kann man dann quasi weiterverarbeiten, bis sie schlecht wird. Also das ist für mich eine Fabrik.
Es ist kein Zufall, dass hier gleich drei VW-Busse durchs Bild rollen. Volkswagen organisiert nämlich diese Begegnungsreise zwischen deutschen und polnischen Azubis. Warum gerade VW? Der Konzern ist mit der Nazizeit untrennbar verbunden. Die Kurzversion: Hitler legte den Grundstein für das erste VW-Werk. In den 40er Jahren arbeiteten 20.000 Menschen als Zwangsarbeiter bei Volkswagen. Deshalb setzt sich der Konzern heute für die Gedenkstättenpflege in Auschwitz ein. Wir sind jetzt im Stammlager, auch Auschwitz I genannt. Von hier aus wurde der Komplex verwaltet. Auch hier wurden Menschen vergast, erhängt. Der leitende KZ-Arzt Josef Mengele führte hier seine Experimente durch. Er operierte Kinder ohne Narkose, infizierte sie absichtlich mit den furchtbarsten Krankheiten, um an den kleinen Körpern zu forschen. 75 Jahre später kehren wir jetzt gleich hier den Hof. Jacket? Und Regenjacke? Yes. Dann musst du mal sagen, ob das geht oder ob das jetzt, ob ich die Jacke da drunter ausziehen muss. Nee, das ist klar. Alles an Ort und Stelle. Alles an Ort und Stelle. Die Arbeit in der Gedenkstätte gehört zum Reiseprogramm der Azubis dazu. 12 Tage lang helfen sie hier mit. Ich habe gesagt, mach ich sofort mit. Ja, es war für mich irgendwie keine Frage. Abgesehen davon war ich noch nie hier. Und ja. Aber man ist schon geplättet. Ne? Also ja. Unverständnis halt. Das ist so eins, was ich halt jetzt immer noch habe. Dieser Hass irgendwie, das verstehe ich bis heute nicht. Also klar denkt man, dass man heute viel weiter ist als früher und dass das sich ja so eigentlich gar nicht wiederholen könnte in der heutigen Zeit, das sagen ja auch viele. Aber ich glaube, wo genug Macht dahinter ist und wenn Ängste geschürt werden, da sehe ich da schon eine Möglichkeit drin, so schlimm wie es klingt. Aber ich schaue mir die Gaskammer im Stammlager an. Bei der ersten Massenvergasung hier starben im Dezember 1941 900 sowjetische Kriegsgefangene auf einmal. Hier oben. Das Zyklon B wurde durch diese Schächte in die Kammer gelassen. Im nächsten Raum stehen die Krematorien zum Verbrennen der Leichen. Am Abend bin ich mit den Auszubildenden in der Jugendbegegnungsstätte. Hier schlafen sie während der 12 Tage. Durchatmen nach der Arbeit im Lager heute. Ablenkung, aber auch viele Gespräche über das, was wir heute gesehen haben. Wir sind erst einen Tag hier und ich würde mir jetzt schon wünschen, dass ganz viele Leute in Deutschland mal hierher kommen. Ja. Wenn man sich das mal anguckt, was in Deutschland gerade alles passiert, dann würde man sich echt wünschen, dass sie sich mal herkommen und das angucken. Du kommst mit vielen Fragen, ja. Du gehst mit noch viel mehr Fragen. Ja, oder sowas. Das was mich aber auch erstaunt hat, dass Herr Häupner, wer hatte die Frage, wie viele Zeitzeugen es noch gab? Warst du das? 10.000. Einer von ihnen ist heute Abend hier, Marian Turski aus Polen. Er war 6 Monate in Auschwitz, dann im KZ Buchenwald, später in Theresienstadt. Er ist Journalist, 92 Jahre alt und offensichtlich top in Form. Kann er mir sagen, was das alles heute noch mit uns zu tun hat? The question that we are trying to answer is the Holocaust, everything that happened, still connected to the world today? Yeah, good question. And when I am to answer this question,
I still have in mind, I realize that when the Second World War started, I was 13, and my father was a soldier in the First World War, because there was nothing but violence, and I knew it, what happened in the First World War, from my parents. And it was only 20 years after the First World War, but still, to me, it was like something which happened in the Middle Ages. And now it is not 20 years, it is 70 years. So it is not one generation, it is three generations. People from your generation, I fully understand this is a story from old times. And after 68. Das war noch nicht seine ganze Antwort. Marian Turski hat uns was Wichtiges zu sagen, aber das hebe ich mir für später auf. Am nächsten Tag arbeiten wir drin. Statt Hofkern werden jetzt Auschwitz-Überbleibsel konserviert. Vor allem Geschirr. Meine Essensschale ist jetzt von einem Wächter von der SS. Das kann man hier ja auch ganz gut sehen. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass da halt jemand draus gegessen hat, der andere Leute gequält hat, die nichts zu essen hatten. Und deswegen, weiß ich nicht, gehe ich da irgendwie mit so einem, was heißt Hassgefühl, aber ich finde es irgendwie... Blöde Schale. Ja, es ist halt irgendwie, ja, ich mache halt eine Schale von jemandem sauber, den ich so wahrscheinlich nie mit dem Gesicht angeguckt hätte. Ich frage Merve und die anderen Azubis, ob sie eine Verbindung sehen zu dem Deutschland, in dem wir heute leben. Ja, also auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal so offen ansprechen darf, ja, denke ich direkt an die AfD. Ja. Also wir hatten jetzt auch eine Maßnahme mit der Schule, wo es jetzt aufgrund der Europawahlen so einen Politikertag gab. Und wir haben ja, Politiker von der AfD, von den Linken, den Grünen, SPD und CDU eingeladen. Und da hatten wir dann mit dem AfD-Politiker auch ein sehr interessantes Gespräch über Erinnerungskultur. Also wir haben ihn halt gefragt, ob er der Meinung ist, dass das hier in Deutschland genug gefördert wird, dass da genug für gemacht wird. Und er meinte, ja, es wird viel zu viel dafür gemacht. Und er kann das überhaupt nicht verstehen. Und das wäre ja nur Vergangenheit. Und ja, sie seien eine Partei, die gucken nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Und auch ja, finde ich einfach, dass Rechtsextremismus ja offensiver gelebt wird inzwischen. Also vor allem jetzt die letzten ein, zwei Jahre habe ich das Gefühl, dass es normal ist, im Internet so Sachen zu äußern wie, ja, geh zurück in dein Land oder was machst du überhaupt hier? Wo ich mir manchmal denke, so, ich habe auch so Migrationshintergrund, sage ich mal, ich bin aber hier geboren und ich bin hier aufgewachsen in Deutschland. Du hast türkische Eltern. Genau, also ich habe türkische Eltern und ja, wie gesagt, bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, also ich kenne auch gar nichts anderes. So, und da verstehe ich das dann nicht, wie man so über Menschen sprechen kann. Mika, hier rechts, fällt bei unserem Gespräch eine Sache ein, bei der er erst vor kurzem Rassismus in seiner Heimatstadt erlebt hat. Ja, da waren wir im Bus. Ja, das ist immer und da kam noch so ein deutsches Ehepaar rein. Und ja, also es ist viel auch so eine Aussage wie, warum sind hier eigentlich so viele Bimbos im Bus? Was? Ja. Alter. Wo war das? In Wolfsburg. Ich habe das auch schon mitgekriegt bei uns in Wolfsburg. Sie hatte so halb so ein Kopftuch auf und er schreit sie irgendwie an von wegen, ja, ihr habt hier gar nichts zu suchen, ihr ekligen Sinti und Roma, raus aus Deutschland und sowas. So, if you ask me, what is the connection between Holocaust and today? It means that if you are a patient in the beginning, when you see, when you are watching violence and something against law, against democracy, against human rights, it is the beginning of something which might be a murder in the end.
So if there is anything which is also important for you from the Holocaust, it means never get used. Never accept from the beginning. Wenn ihr Gedanken dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr weitere Infos euch zum Thema Holocaust anschauen wollt, ist hier ein Video von Mr. Wissen to go verlinkt. Ja, bis zum nächsten Mal.